Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In der Kids-Rettung geht schon langsam los. Man hört schon, dass die ersten schon fliegen sind. Die richtig heiße Phase kommt erst noch. Und darum, glaube ich, passt dieses Video jetzt noch recht gut in die Zeit rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Im Endeffekt geht es heute um das praktische Abfliegen draußen an der Wiese von der Flugroute. Und vielleicht kann der ein oder andere Tipp euch ja weiterhelfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir legen los. Im ersten Schritt befinden wir uns bereits draußen an der Wiesenkante. Die Drohne ist bereits eingeschaltet, die Route ist programmiert und im Endeffekt wollen wir jetzt hier mal unsere Drohne starten. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, es ist mein persönlicher Favorit, ich drücke, wie hier im Video zu sehen, beide Joysticks nach unten innen, um die Motoren zu starten und schiebe dann den linken Stick nach oben und bringe die Drohne in eine sichere Flughöhe. Im nächsten Step, die Drohne steht quasi oben in der Luft, wird quasi der blaue Play-Button gedrückt und wir können den Vorflug-Check machen. Und wir können nochmal die Return-to-Home-Höhe checken, ob das passt. Dann gehen wir hier auf Weiter und laden im Endeffekt die Flugmission hoch. Die Drohne wird dann auf die entsprechende Höhe aufsteigen und zum Startpunkt wegfliegen. Eine weitere Alternative ist, die Drohne ist bereits eingeschaltet und steht am Boden und wird per Play-Button automatisch gestartet. Hier sollte man einfach nur bedenken, dass man bei der Programmierung bei sicherer Startflughöhe vielleicht mal schaut, was da drin steht. Es ist nämlich folgendes, die Drohne fliegt als allererstes auf die sichere Startflughöhe und dann quasi zum Startpunkt und geht dann auf die Missionshöhe, die programmiert ist. Also in dem Fall wären das jetzt hier 35 Meter. Die Drohne steigt auf 35 Meter auf, fliegt hin und senkt sich dann wieder runter zum Startpunkt. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man seine Routen programmiert, was da quasi eigentlich so passiert. Genau, hier befinden wir uns jetzt bereits in der laufenden Mission und wir haben jetzt hier ein interessantes Objekt gefunden. Um jetzt hier in der Mission mal anzuhalten, gibt es die folgende Variante. Wenn du den rechten Joystick nach vorne schiebst, kannst du in einer laufenden Mission deine Drohne beschleunigen. Im Umkehrschluss, wenn du den Stick zurückziehst, kannst du die Drohne ganz smooth abbremsen. Du bremst quasi die Drohne mit dem rechten Stick nach hinten gezogen ab und drückst dann die Pause-Taste und die Drohne bleibt stehen und kann quasi ganz langsam gestoppt werden. Die zweite Alternative ist, du drückst hier im Touch das Pausensymbol, dann siehst du, wie die Drohne recht sauber ausgleitet und quasi stehen bleibt. Unsere Drohne steht jetzt quasi über dem interessanten Objekt. Jetzt wollen wir das Objekt mal ansprechen. Hier gibt es die Möglichkeit, dass du hier oben einmal auf die Split-Taste drückst, dann siehst du, wie sich dein Bildschirm teilt und auf der linken Seite das Thermalbild zum Sehen ist und auf der rechten Seite das Bild der Zoom-Kamera. Und hier kannst du dann über die Zoom-Tasten Plus und Minus oder über das Rädchen entsprechend dein Objekt ansprechen. Wenn das Objekt angesprochen ist und du quasi die Situation geklärt hast, kannst du den Split einfach wieder ausschalten, indem du nochmal auf Split drückst und dann eben wieder den blauen Play-Button drückst, wird die Drohne wieder zum alten Punkt zurückkehren, wo sie die Route verlassen hat und quasi die Mission von dort aus weiterfliegen. Jawohl, so, wir sind jetzt aktuell in einer pausierten Mission und würden jetzt gerne am Vollbild auf die Zoom-Kamera zugreifen, um das Objekt anzusprechen. Wenn du jetzt hier auf die Zoom-Taste drückst, also sprich, dass die Zoom-Kamera erscheint, wirst du folgende Fehlermeldung bekommen. Kartierung läuft, Wechsel zur Kamera, für sichtbares Licht nicht möglich. Wie gesagt, du kannst hier nicht im Vollbild aktuell auf die Zoom-Taste zugreifen. Du kannst jetzt wie folgt vorgehen. Wenn du ein Objekt findest, was du gerne im großen Bildschirm ansprechen möchtest, bringst du quasi die Drohne wieder ganz langsam zum Stillstand per Zurückziehen des rechten Sticks und hältst dann die Pause-Taste lange gedrückt. Dann wird die Route nicht nur pausiert, sondern komplett abgebrochen. Und du kannst dann voll in die Zoom-Tasten bzw. in die Zoom-Kamera hinein switchen. Anschließend musst du einfach nur daran denken, du musst jetzt nicht nur Start drücken
um quasi die Route weiter fliegen zu lassen, sondern du musst halt quasi wirklich wieder in die Route einsteigen. Dann fragt er dich an der Stelle beim Wiedereinstieg, möchtest du quasi neu starten oder am Haltepunkt weitermachen? Dann musst du quasi auswählen, am Haltepunkt weitermachen, und dann geht quasi die wilde Fahrt auch schon wieder weiter. Jawohl! Am Ende der Mission, wir haben die Rückkehrfunktion eingestellt, die Drohne kommt zurück und landet hier wieder bei uns. Ich denke, das sind so die wichtigsten Komponenten, die man hier brauchen kann. Wie gesagt, sämtliche Stoppmöglichkeiten und Split und Vollbild. Ich denke, für das Ansprechen und für das Arbeiten seid ihr jetzt gut aufgestellt. Leute, haut's rein, eine erfolgreiche Jungwildsaison 2024. Wir wünschen euch alles Gute. Wie stimmt, kommt das nächste Video, beziehungsweise das kann ich fast schon ankündigen. Im nächsten Video wird eine Software vorgestellt, EasyPoi. Erste Infos gibt es bereits auf der Homepage, aber beim nächsten Mal werden wir da auf jeden Fall im Video dann auch ins Detail gehen. Diese Software kann euch auf jeden Fall im Live-View unterstützen, und aktuell gibt es auch eine kostenlose Testversion. Wer hier schon vorher Interesse hat vor dem nächsten Video, der nimmt einfach gerne Kontakt zu uns auf und wir bereiten alles weitere vor. In diesem Sinne, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.